Ziel des Streamingdienstes und des Verbands für die zweite Liga Interregional ist es nun, zumindest einen Teil der Plätze mit Kameras auszustatten. Hönk gegen Wetzwil-Bonstetten. Ein Spiel der ersten Liga Classic, live zu sehen im Internet. Aufgenommen von einer fest installierten, vollautomatischen Kamera. Gestreamt von einer Webseite, die den Breitensport abdecken will. Sandro Stropper, der Präsident der Amateurliga, will das nur noch eine Liga tiefer einführen. Ob die Zweitliga international das dann alles hergibt, ich kann es Ihnen definitiv nicht versprechen, aber wir glauben daran. Nicht daran glauben tun viele Präsidenten von Clubs der zweiten Liga interregional selbst. Wir sind nicht so begeistert, weil es für uns wieder Kosten gibt. Und wir sehen den Nutzen noch nicht. Also von unserer Sicht aus, als relativ kleiner Verein in dieser Liga, bringt es rein nichts. Von der Größe her, wo wir als Club sind, stellt sich natürlich die Fragestellung, ob wir den Grad von Professionalisierung über die zweite Liga interregional raus, ob das überhaupt sinnvoll ist. Alle Spiele live, alle Highlights, alle Tore. Das bietet der Streamingdienst an. Rund 90 Franken kostet ein Saisonabo, nicht ganz billig. Für Sandro Stropper nicht nur ein Service für Zuschauer, Spieler und Trainer, sondern auch eine Möglichkeit, die Liga zu pushen. Wir haben das Gefühl, dass die zweite Liga international eine Daseinberechtigung hat, auch im nationalen Sponsoring, für eine Firma, die in der Breite etwas mitmachen und nicht in der Spitze. Und für so eine Firma müssen wir ein Eingangsfenster bilden, das heisst, wir müssen eine Plattform haben, die sie national benutzen können. Zuerst müsste bei allen 64 Teams der vier Regionalgruppen eine Kamera installiert werden. Wie hier vor einem Jahr beim FC Wohlen. Die Installation übernimmt die Firma, doch alle Zusatzkosten fallen beim Club und ihren Gemeinden an. Die meisten Vereine zögern. Der CEO des Streamingdienstes Alex Grimm weiß, dass ihm noch viel Überzeugungsarbeit bevorsteht. Ich habe absolutes Verständnis, dass nicht jeder das Produkt gleich bewertet tut. Man muss wie das Bedürfnis auch entwickeln, man muss es auch aufzeigen können. Und das ist kein Sprint, den wir hier machen tun. Da ist das absolut von Anfang an bewusst gewesen, dass wir uns auf einem Marathon bewegen tun. Beim FC Unterstrass wird die Kamera diesen Sommer kaum kommen. Denn der Zürcher Quartierverein hat nicht die nötige Infrastruktur. Es fehlt ein zentraler Masten auf der städtischen Anlage. Das bräuchte auf der Höhe der Mittellinie hier einen Masten fast 10 Meter Höhe, der müsste fix installiert werden. Das hat natürlich grosse Kosten zur Folge, die in unserem Fall die Stadt Zürich müsste tragen. Wir haben etwas gesagt von 40.000 bis 50.000 Franken für die Installation. Im luzernischen Buchrain soll die Kamera an eine Stange direkt ans Schulhaus montiert werden. Um die Kosten der Installation und die jährliche Lizenzgebühr für Streamen zu decken, erhält jeder Club vier eigene Sponsorenplätze bei seinen gestreamten Heimspielen. Doch kann er die dann auch verkaufen? Wir hatten gestern einen Sponsorenanlass gehabt. Wenn ich dort rumgelassen habe, sind alles so Fragen, die Gesichter gesehen, die gesagt haben, was wollt ihr jetzt noch eure Match filmen? Also ist auch von dieser Seite überhaupt nicht das Interesse da gewesen. In Batzenheid im Toggenburg gibt seinen Masten an der Mittellinie. Trotzdem rechnet Präsident Dani Lüthi mit Kosten von 8.000 bis 9.000 Franken und zweifelt, dass das rentiert. Neben Sponsorenplätzen erhalten die Vereine zwar von den Einnahmen aus den Streaming-Abo-Verkäufen 25%, doch finden sie auch genug Abonnenten? Bei uns war das Echo nicht gross, einfach kostenbedingt. Wenn sie es gratis schauen könnten, dann würde das sicher super, sagen sie. Aber wenn sie ein Abo lösen für ein Jahr oder so, dann ist die Nachfrage nicht gross. All diese Bedenken hatte man vor einem Jahr auch bei den Clubs der ersten Liga Classic, etwa beim SV Hönk. Doch der Zürcher Quartierverein ist umgeschwenkt und hebt heute die Vorteile des Streamings hervor. Man kann beispielsweise, wenn man nicht mitgeht mit der ersten Mannschaft ins Tessin, aber wie es zu weit ist, im Clubhäusli das Programm schauen, den Match schauen, gibt wieder gewisse Geselligkeit dazu auch. Und das andere, was ganz klar von Vorteil ist, in der Auswertung der Spiele, in der Spielanalyse. Man kann den Teams, dem eigenen Team nachher aufzeigen, was gut gemacht worden ist, was schlecht gemacht worden ist. Und die zunächst skeptischen Hönker-Spieler posten inzwischen fleißig ihre schönsten Tore in den sozialen Medien.
Ziel des Streamingdienstes und des Verbands für die zweite Liga interregional ist es nun, zumindest einen Teil der Plätze mit Kameras auszustatten und dann alle Clubs zu überzeugen. Da sind wir im Moment sehr, sehr positiv, dass wir von diesen vier Gruppen, die wir jetzt neu in der Amateurliga haben, in der zweiten Liga Interregio, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, 1 bis 2 auf den Saisonstart anzukriegen. Wir brauchen eine 100%ige Solidarität, wenn so etwas funktionieren soll. Und das müssen wir ja miteinander erreichen. Keine Frage, das Streaming entspricht dem Zeitgeist. Aber ob die kleinen Clubs der fünfthöchsten Liga diesen Zusatzaufwand stemmen können und wollen, ist derzeit noch völlig offen.